davon genug. Das ist Olicarbonat von einer Schwarzwaldfirma. Die machen es aus Kronleuchter für Kreuzfahrtschiffe. Das ist auch ein bisschen mein Leben hier. Also auch die ganzen 30 Jahre von der Bedeutung des Mediums. Es ist wahnsinnig, wie sich das verändert hat. Jetzt ist es ein Tabu, kein Tabu zu brechen. Es gibt sehr viele ungeschriebene Tabus, die uns gar nicht mehr auffallen. Und wenn jemand so sich bewegen würde im Tram, das wäre schon ein Tabu gebrochen. Für mich ist Schönheit nicht per se korrupt, sondern Schönheit ist auch ein Weg, etwas zu transportieren, eine Erleuchtung zu bieten. Die Leute dürfen überall sitzen und drauf liegen.